SEAR-Zentrale in Rostock. Der Chef ist besorgt. Der Ausbau der Windkraft onshore und offshore schwächelt, weil die falschen Rahmenbedingungen durch die Politik geschaffen werden, weil die Novelle des EEGs aus dem letzten Jahr nicht weit genug reicht, Ausbauziele zu gering definiert worden sind und weil bürokratische Hemmnisse und Restriktionen immer noch dafür sorgen, dass zu wenig Flächen ausgeschrieben werden und Flächen zu wenig gemeinsam genutzt werden. Heiko Seefeld führt jetzt auch Nordwind aktiv, das Arbeitgebernetzwerk der Windkraftbranche. Wir sind Trendsetter im Bereich der erneuerbaren Energien in der Welt, weil wir in den vergangenen Jahren sehr intensiv diese Technologie aufgebaut haben, weil wir Vorreiter sind im Bereich der erneuerbaren Energien. Wir haben es also geschafft, wegzukommen mit einer Technologie von alten fossilen Brennstoffen hin zu den erneuerbaren Energien. Wir transportieren diese erneuerbaren Energien mittlerweile in die ganze Welt, nach Taiwan in Windparks, wo das Know-how der Kollegen gefragt ist. Und weil wir uns darauf konzentrieren, diese Technologie auch weiterzuentwickeln. Das will er anpacken. Ziele von Nordwind aktiv für die nächsten Jahre, die wir uns vorgenommen haben, sind als erstes die Trägerverbände und die Unternehmen zu befragen, wo sie Nordwind aktiv sehen, weil wir nicht uns selber verpflichtet sind, sondern den Unternehmen der Trägerverbände verpflichtet sind. Und wir wollen zukünftig stärker an dem gesellschaftspolitischen Diskurs teilnehmen in Bezug auf die erneuerbaren Energien, um auch den Unternehmen, die wir vertreten, eine noch stärkere Rolle parallel zu den Trägerverbänden zu geben und an diesem gesellschaftlichen Diskurs teilzunehmen. Volle Kraft voraus für die Windkraft auch in den Reihen von Nordmetall.